So, seid gegrüßt. Zweiter Anlauf hier bei der Analysenaufnahme. Katastrophe. Ich habe so viel gerade von mir gegeben und so viel Müll wahrscheinlich, genauso wie jetzt in der Analyse. Müll vielleicht in Anführungszeichen, aber natürlich nicht alles ernst, was ich hier sage. Ja, wir machen die Analyse hier heute ohne Putt. Denn wir machen ja keine Analyse jetzt bei unserer Analyse mehr, denke ich. Vielleicht überlegen wir noch ein bisschen Konzept. Dass wir am Ende noch unsere neuen Gegner halt betrachten. Hier im Vorfeld neue Gegner. Und zwar am Sonntag übrigens, wenn ihr die Analyse jetzt frühzeitig guckt. Ansonsten der YouTube-Kanal auch zu finden hier. Ist Zero Esports. Dazu gibt es jetzt auch schon, kann man sagen, das Spiel Woundep gegen Zero Esports. Kann man sich auch angucken, wenn man möchte. Da kann man mal sehen, wie stark die Jungs sind. Und dann wisst ihr auch, auf was auf Boss Gaming zukommt. Also auf meine Jungs. Ja. Wie gesagt, ich habe gerade eine Analyse schon davor verkackt, denn ich habe vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Ganz toll. Ja, ich habe hier 15 Minuten was von mir gewurstelt, gelabert. Wir versuchen einfach nochmal. Ich hoffe, ich kriege alles wieder so hin. So halbwegs. Ich quatsche einfach irgendwas. Ein paar Szenen ist mir aufgefallen, auch in der Analyse. Habe ich vergessen, die werde ich wahrscheinlich erwähnen. Werden wir aber nichts mehr zu sehen. Einfach nur zu quatschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir gehen jetzt hier in die Analyse rein. Und zwar Cantina Band gegen Boss Gaming. Ne, man nimmt natürlich immer, wir sind gute Gastgeber. Erst Cantina Band zuerst, dann mein Team. Unser Team, wie man hier sehen kann, es waren Olaf Monte, Ete, Homerine TV, DNA und Jules am Werkeln. Und diese drei Jungs, diese fünf Jungs natürlich unser Hauptteam. Es gibt einen Stand-In, der ist aber noch unbekannt. Und zwar gibt man einen zweiten, der ist unbekannt. Der erste ist der Geist und der gibt es noch, aber der ist aktuell inaktiv ein bisschen, denn nur als Stand-In verfügbar. Ja, das ist mal so ein paar Teamänderungen allgemein im Vorfeld, wer es interessiert. Drüben sehen wir hier Papalapap, Ira, Wood, Warp. G-Style und Kamps hier. G-Style in diesem Spiel extrem stark. Kamps auch. Und Ira auch nicht zu vergessen. Wir starten hier als CT. Cantina Event als Terror. Und wir gehen einfach rein und ich quatsche irgendwas. Auf jeden Fall gleich Fokus hier auf Homerine TV und Jules. Denn die beiden Jungs hier machen direkt hier einen wunderbaren Job. In den ersten beiden Runden auf DE Cage. Übrigens unsere Kartenwahl. Ja. Auf die zweiten Kartenwahl ist Cantina Benton, DE Inferno. Was habe ich? Mann. Oh mein Gott. Cobblestone. Ja, wie gesagt. Erste Runde. Richtig schöne, starkes Ding. 4 Tötungen für Jules. Eine für Marino. Ganz klar. Das Ass fürs Team. Hier nochmal. Jules und Marino. Schön mit Ansagen etc. pp. Wie man halt so kennt. In den großen Teams. Mit Unterstützung ihrer Kollegen können sie das Ganze wieder verteidigen. Und führen 2:0. Jetzt aber hier die krasse Sache, die Cantina Benton bringt. Denn sie kaufen direkt, obwohl jetzt eigentlich zweimal die Forceplay-Runde verloren wurde, oder in der zweiten Runde gerade davor, kaufen sie trotzdem mit minimalem Geld. Man sieht, wie viel Geld die hatten, wenn ich spule einfach zurück. 3 AKs, 2 Deagles. Und damit rechnet Boss Gaming überhaupt nicht. Und überrennen die Jungs sozusagen im Endeffekt und können hier einen 4 überleben, können das rausholen. 2 Runden gegen Cantina Band, wie man sehen kann. Danach sagt sich Boss Gaming, komm, wir machen noch eine Force Buy, danach können wir richtig kaufen. Und diese Force Buy hat sich aber in sich, denn wir sind sogar noch mehr im Nachteil als wie Cantina Band mit den AKs. Denn wir haben nur Deagles und P52. Wir können aber die Runde für uns schon richtig stark gespielt, richtig gut gemacht von Boss Gaming. Richtig krass. Auf jeden Fall allgemein sehr durchwachsenes Spiel hier aktuell in den ersten 15, ja, sogar 30 Runden. Auf jeden Fall, wie man sehen kann, wir können noch den dritten Punkt hier holen gerade mit der tollen Runde. Danach wurde die Pause gezogen. Und Boss Gaming, wie immer, taktisch natürlich eine Pause gezogen, nochmal die Gemüter runterzubekommen. Jetzt aber hier eine richtig schöne, starke Runde, denn hier direkt die Öffnung mit Monty hier durch die Rauchgranate, Ether auf A, auch den zweiten. Und am Ende können wir hier das Team Ass machen, denn keiner von Boss Gaming stirbt nach der Pause. Das ist so typisch für die Jungs, die können komplett immer aufräumen nach einer Pause. Das ist wirklich gut, weil dann haben sie sich abgeregt, was schlecht oder vom Gegner halt den Flow rausgenommen, etc. pp., wie man es auch mal sieht. Und können hier die Runde für sich entscheiden. Richtig stark, 4:7. Jetzt aber kommen wir hier in eine richtig spektakuläre Runde, denn das ist wieder so, ja. Wir können hier wieder richtig schön machen, Action machen. Es ist sehr durchwachsen, hin und her. Auf jeden Fall, Cantina Band kann auf B raufkommen und sie können den B-Platz einnehmen. Auf jeden Fall, Ete und DNA kommen noch zum Einsatz, können hier noch sozusagen wieder den Bombenplatz zurückerobern. Hier gleich kleine Mankos hier in dem Fall. Vielleicht mit dem DNA-Krankheit.
Und zwar das kleine Problem hier mit der Granate in der Hand. Er kann hier richtig schön den ersten Kopfschuss dann gegen Geester, was super ist, dann mit Ira alleine auf dem Bombenplatz. Er hat wieder mal die Granate in der Hand, im falschen Zeitpunkt immer wieder. Dann kommt Ete mit der AWP, ja, und der USP am Start hier gegen Ira. Kann hier einen schönen Kopfschuss landen oder normal halt. Die Zeit rennt und rennt und am Ende reicht's wirklich Hundertstel hier nicht, um die Bombe zu entschärfen. Und die Runde geht an Cantina Band. 4-8. Die nächste Runde geht auch noch an Cantina Band. Und dann schaffen wir nochmal einen Punkt zu holen. Aber am Ende, ja, steht es dann zwar 15. Aber wir machen jetzt hier den Fokus. Hier gibt es den Flick-AWP-Schuss von Monty. Richtig stark gemacht. Er zieht rüber im vielleicht so ausgesummten Modus und kann ihn rausnehmen, obwohl das Fadenkreuz da links ist. Nicht zu vergessen, wir sind auf dem Tick 64 oder was auch immer Zuschauermodus. Auf jeden Fall hier hin und her, auch durch wachsende Bombe wird fast gelegt auf dem A-Bomb-Platz. Hier aber Ete kann hier sneaky-beaky in der Main bleiben. Die Rauchgranate war nicht so optimal gelegt. Von der Seite kann er hier extrem Schaden machen gegen denjenigen, der Bombe legen wollte. Diese Ablenkungsmanöver hier von Ete zusammen mit Jules können hier die beiden drei Spieler rausnehmen und somit können sie noch eine fünfte Runde holen. 5-9, am Ende 5-10. Sehr durchwachsen, sehr spannend auf jeden Fall. Leider nur 5 Runden, hätte mehr sein können. Naja, ist egal. Wir als Terra unterwegs und können hier direkt die ersten drei Runden für uns entscheiden. Was richtig stark ist, wir werden jetzt die ganzen drei Runden mal im ganz Schnelldurchlauf sehen. Auch vielleicht mal, wollte ich eigentlich im langsamen Modus mal zeigen, aber könnt ihr darauf achten, ganz langsam. Typische erste Runde von Boss Gaming. Zu zweit hier sieht man gerade, greifen wir den A-Bomb-Platz an mit Rauchgranaten, mit Blendgranaten, Ablenkungsmanöver pur und unsere Jungs werden ermöglichen, immer das verschoben wird, Richtung B-Bomb-Platz. Und die anderen drei gehen auf den B-Bomb-Platz, können die Bombe legen, ganz stark immer. Und es funktioniert jetzt immer, ganz stark gespielt. Jetzt greifen wir auf den A an, etc. pp. Wir holen hier auf jeden Fall die nächsten zwei Runden, es steht dann 8-10, ganz, ganz stark. Dann jetzt gleich, wenn wir gleich soweit sind, werdet ihr gleich sehen, könnt ihr selber darüber Gedanken machen. Ist natürlich eine Frage für die Runde. Pat und ich haben es auch gefragt. War es richtig, war es nicht? Man kann es von zwei Seiten betrachten. Ich denke mal, es gibt vier und Widersprüche. Jetzt hier haben wir natürlich immer noch keine so starke Waffen. Die anderen sind voll ausgerüstet. Wir machen ganz schnell einen A-Angriff. Rennen rein, machen zwei Tötungen. Ist die Frage, reicht dieser Schaden, den wir hier gemacht haben? Und sind dann relativ uneffektiv. Ja. Oder hätte man hier in dem Moment vielleicht doch gegenkaufen sollen und dass man halt von der Kampfkraft, Waffenkraft genau ausgeglichen ist. Kann man so sagen. Jetzt hier 14-14. Wir machen hier die Pause, die habe ich vorher auch gemacht. Und zwar ist sonst hier durchwachsen, wie man sehen kann. Haben wir aber trotzdem ganz starke Aufholrunden gemacht. Denn nach Cantina Band kann er, wie gesagt, nur noch 4 Runden nach der verlorenen 11. Runde hier holen. Was stark für uns, wir holen hier durchgängig 6 Runden, ganz, ganz super, krasse Aktion hier von Boss Gaming. Jetzt hier, wie gesagt, die 29. Runde und da gehen wir jetzt drauf rein und achtet mal oben rechts hier auf den Ira. Denn hier auf jeden Fall kleiner Fehler, ja, von Boss Gaming, denke ich, oder vielleicht Schwäche oder kann man es schwer sagen. Auf jeden Fall haben sie hier sich holen lassen von Ira, wo die Position bekannt war. Und zwar der Schacht, weil Ira kann hier Überraschungsangriff aus dem Schacht einen rausnehmen von Boss Gaming. Danach ist die Position bekannt. Zwei Spieler gucken da hoch. Wir haben es mit der Kamera jetzt nicht so ganz drauf. Naja, auf jeden Fall kann er hier noch insgesamt 3 Spieler rausnehmen. Was ganz bitter für uns ist. Am Ende sind es 3 Spieler, die vom Cantina Band überleben. Boss Gaming 2. Wir schaffen die Bombe zu legen, werden wir gleich sehen. Aber wir können es nicht halten und geben die Runde dann ab. Dann achtet drauf, vielleicht habt ihr am Anfang der Runde drauf geachtet, wir haben kein Geld gehabt. Somit die 30. Runde, wir übelst im Nachteil, Cantina Band total ausgerüstet. Und wir hier mit den Gümmelknarren. Seht euch das an. Seht euch das an. Eigentlich habe ich gedacht, oh mein Gott, müsst es holen, Jungs. Unbedingt. Und nach dem Patzer, sage ich mal, davor, gegen Ira und dem hier zwei Eröffnungskills hier gegen Boss, können wir hier noch richtig krass zaubern. DNA, ein ganz starkes Spiel. Jules und Ete hier, die holen DNA sowieso allgemein hier in dieser ganzen Partie. Super stark, genau wie Ete am Ende. Ja, also um länger das Spiel dauerte, umso stärker wurde Boss gegen. Das war einfach geil. Und sie können hier noch das hier rausholen. 3 Spieler am Leben, Bombe liegt auf A. Was will Cantina Band tun? Nichts.
Und wir gehen hier dann in die Verlängerung 15-15. Richtig, richtig stark. Wir starten als Terror und ja, werden wir gleich sehen, gibt es dann auch einen kleinen Patzer. Denn es gibt eine richtig krasse dreiste Aktion von Garantina Band, aber das so richtig geil gemacht, muss man sagen. Denn die machen einen Konterboost in den Schacht hinein von CT aus, damit richtig kein Schwein von Boss. Und dann werden zwei Leute rausgenommen. Und es war eigentlich schon rundenentscheidend auch schon, weil dann werden die Jungs hier von uns, hier sieht man es ja mal ganz krass, in der Slow Motion, in der Zeitlupe. Der G-Style, der hat auch übrigens ein ganz starkes Spiel gemacht von der Cantina Band. Super starkes Spiel. Zwei Spieler rausgenommen und dann verliert auch noch ein dritter. Ja, keine Chance. Auf jeden Fall, die nächste Runde ging auch noch so weiter. Da konnten sie es rausholen. G-Style wurde aber dann getötet und dann konnten wir diese Runde holen. Dann aber wiederum die Runde nicht. Somit konnten wir als Terror nur eine Runde holen, glaube ich. So war es. Ja. Und zwei als und zwei Cantina Band. Wir waren, glaube ich, im Zugzwang, wenn ich recht entsinne. Oder umgekehrt, hatten wir zwei geholt. Ich bin mir ganz sicher. Ich glaube sogar umgekehrt. Wir hatten zwei Runden geholt. Dann eine Runde hat Boss eben als CT geholt. Und dann... Aber ich bin mir ganz sicher. Guckt einfach im Video nochmal nach. Auf jeden Fall 18-18 am Ende jetzt hier. Ganz übel. Oder schade eigentlich. Wir hätten es haben können. War knapp. Auf jeden Fall richtig spannende Cage-Runde hier. Gut, ganz spannend. Guckt es einfach an. Jetzt aber hier wieder das totale schnellere Rundenmodus hier. Denn jetzt... ist Boss Gaming wirklich auf 200% Level. Da haben wir Pat und ich eigentlich nichts gefunden. Wir waren einfach nur begeistert, wie hoch konzentriert Boss Gaming sein kann, wenn sie wollen, die Jungs. Richtig stark gespielt. Und da kann man nicht meckern. Ich denke, Fehler, die allgemein im Spiel gemacht wurden, könnt ihr euch angucken in der ganzen Runde auf dem Kanal hier. Und könnt euch selbst ein Bild machen. Die Jungs wissen wahrscheinlich selber, was los ist. Wir holen hier drei Runden in der zweiten Verlängerung sozusagen als CT. Und dann... als Terror machen wir den Sack zu und gewinnen 22-18 am Ende. Ganz, ganz stark. Ich bin ausgerastet. Also, wenn ihr es wissen wollt, schaltet vielleicht das bisschen runter von der Lautstärke. Extrem gut. Schön gespielt. Extrem durchwachsen. Der Anfang auf jeden Fall hier. Die ersten 15 Runden als CT auf Cage. Auf jeden Fall braucht man, glaube ich, nicht so viel ansprechen. Es gab viele, viele Sachen, die verbesserungswürdig waren. Was aber dann in der Verlängerungsrunde gezeigt wurde, dass Boss Gaming eigentlich es kann. Ja. Waren sie warm gespielt, waren sie nicht warm gespielt, ist hier die Frage. Es gibt Gerüchte. Ja, es gibt Gerüchte. Auf jeden Fall am Ende waren sie es. Und da sieht man, wie stark die Jungs sind. Brutal. Einfach nur brutal. Richtig stark. Richtig, richtig stark. Wirklich. Wenn ich einen Hut auf hätte jetzt hier, ziehe ich den Hut. Richtig geil. Jetzt hier DE Cobblestone. Die Map. Oder beziehungsweise die Karte hier von der Cantina Band. Und da dachte man natürlich jetzt hier, nach der Leistung hier, die sie gezeigt haben auf die E-Cage, die werden richtig abgehen. Ja, jetzt hier die erste Pistolenrunde auch. Am Ende auch relativ knapp. Da wird es auch noch mal knapp und da wusste man auch nicht genau, wie wird es ausgehen. Es wird richtig knapp wahrscheinlich. Aber die E-Cage ist halt das neue Das 2. Die meisten Teams spielen halt die E-Cage, deswegen ist es für die... für alle Teams, die EKG eine Standard-Map und wie man sehen kann oder gleich am Endergebnis sehen werden, ist halt die EKG dann auch nicht so einfach, war wahrscheinlich taktisch auch von Boss Gaming so gewählt, war halt nichts anderes da und jetzt hier auch ganz, ganz stark gemacht, am Ende DNA am Leben und DNA mit einer, man könnte sagen, mit einer schlechten Glück im Unglück und dann mit einer richtig starken Situation und starken Runde. Er holt sich die Bombe, legt sie, dann kommt der Gegenspieler angerannt, spielt gegen ihn, ja, und er hat dann das falsche Timing, irgendwie hier DNA-Style. Sorry, DNA ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, das ist was, wo du selber dran arbeiten musst und willst auch, weil der junge Mann ist heiß. Hat er die Granate in der Hand, wechselt dann aufs Messer und dann erst auf die OP. Und dann drückt er aber hier den übelsten Kopfschuss des Todes und holt die erste Runde. Und damit sieht man hier am Endergebnis eine Kettenreaktion. 12-13 für Boss Gaming als CT. Ganz, ganz stark. Ja, die nächste Pistolenrunde hier. Boss Gaming hier im Flow. Denn hier eine kleine Sache, die man sagen muss hier an Cantina Band. Sie haben nicht einmal eine Pause gezogen. Was interessant war, vielleicht hätten sie die guten Jungs von Boss Gaming auch aus dem Konzept bringen können. Ete hier. Mit einer ganz abgebrühten Runde. Guckt euch das einfach gleich an. Der hat, glaube ich, vielleicht fünfmal mit der USB nur gefeuert oder sechs und drückt hier die Kopfschüsse.
Bup, bup, bup. Sowas von geil. Einfach richtig stark gespielt. Richtig stark. Da ein Schuss. Dann unten. Nach unten schießt er jetzt gleich. Zwei Schüsse. Naja. Am Ende. Dann wird's beendet. Auf dem Bombenplatz B. Und wie wir am Ende endlich sehen können, es wird entschärft von DNA. 16 zu 6. Ganz, ganz, ganz stark gemacht. Richtig stark gespielt auf die EKB-Zone. Die waren heiß, die Jungs. Was sollte man machen? Das war dann 2-0 Ergebnis hier in der 99 Damage Liga. 4.9. Richtig stark, richtig geil. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, wenn ihr wollt. Oder guckt unter dem Kanal, was noch so abgeht. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Analyse. Gegen Zero. Bye, bye.